Fast wäre ich auf dem schmalen Uferweg weiter spaziert. Aber mein flüchtiger Blick wie das seichte Flussgewässer hat mich doch irgendwie irritiert. Hart am Ufer ein Stein. Ja, Stein gibt es ja viel am Fluss. Aber da liegt ein besonderer Stein. Die Grösse ist schon bewundernswert und die Ebenmässigkeit. Und sogar ein Stein mit einem Durchbruch. Das ist ein Steinring. So bezeichnet der Bildhauer Heiner Richner sein Kunstwerk. Der grossformatige Steinring korrespondiert wunderbar mit seiner Umgebung. Eigentlich ist es ein vertrautes Bild und doch fremd. Vertraut wegen seiner geschliffenen Kieselform, verwittert, von den Algen verfärbt und von den Uferpflanzen überwuchert und besetzt. Und manchmal vom Hochwasser überspült oder unterspült und in eine andere Lage gebracht. Fremd als ausgehöhlte, ebenmäßige, elliptische, einmalige Form. Die Wirkung von dieser gespannten Form unterscheidet ihn von seinen Artgenossen. Und das Besondere, der Steinring hat die Kraft von der Natur und von der Kunst gleichzeitig.